Moin. Dies ist die Geschichte einer Multiplex Profi MC 4000, ein legendärer Sender, der zwischen 1997 und 2007 von Multiplex produziert wurde. Den Sender habe ich inklusive seines Transportkoffers gekauft. Es waren sogar zwei Knüppelverlängerungen enthalten. In diesem Regal lag der Koffer neben einem alten Graupner-Sender, der mich nicht sonderlich interessierte. Der Sender ließ sich beim ersten Mal nicht einschalten, was daran lag, dass der eingebaute Akku von 1997 zu stammen scheint und bestimmt schon lange nicht mehr geladen wurde. Er war auf jeden Fall tot. Das Labornetzteil auf die richtige Spannung eingestellt und den Sender mit Strom versorgen. Der Einschalttest zeigt, dass alles richtig läuft und auch die damals programmierten Modelle noch aufrufbar sind. Auch einer der Vorbesitzer hatte seinen Namen hinterlassen, Divel Michel. Eine Recherche im Netz zeigte, dass in dem Sender eine Pufferbatterie eingebaut ist, die dafür sorgt, dass die Sendersoftware und die gespeicherten Modelle erhalten bleiben. Diese Batterie sollte regelmäßig getauscht werden. Ich habe also Ersatz bestellt, den Lötkolben angeheizt und angefangen, die Pufferbatterie auszubauen. Zu beachten ist, dass während des Entlötvorgangs die Hauptplatine mit Strom verseucht sein muss, damit die Modelle und die Sendersoftware erhalten bleiben. Dies realisiere ich hier durch diese kleine Lipo-Batterie. Die Pufferbatterie wird über drei Punkte ein- bzw. hier ausgelötet. Ich habe zunächst die eine Seite gelöst und dann die andere, bis die Batterie sich rausziehen ließ. Die Lötstellen reinige ich mit Entlötlitze und Entlötsaugpumpen. Die Multiplex Profi MC4000 ist eine legendäre Fernsteuerung, die weltweit viele Liebhaber gewonnen hat. Das liegt vor allem an der Software, mit der sich die Modelle sehr detailliert programmieren lassen. Die neue Batterie liegt bereit und wird jetzt eingesetzt. Zunächst einmal habe ich die Batterie an zwei Pins provisorisch eingelötet, damit sie nicht mehr aus der Platine rutscht, um dann die drei notwendigen Lötstellen ordentlich nachzulöten. Anschließend schaue ich mir die Lötstellen gut an. Jetzt können wir den Sender mal ausschalten und wieder einschalten und darauf achten, ob die Geräusche durch den Buzzer so klingen wie vorher. Das ist in diesem Fall der Fall und ich kann die Lötstellen mit Alkohol reinigen. Die Flussmittel sorgen häufig dafür, dass entsprechende Stellen korrodieren, deswegen sollte man das mit Alkohol gut abwaschen. So, jetzt geht es darum, alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenzusetzen. Da ich den Ausbau der Hauptplatine nicht gezeigt habe, zeige ich euch jetzt, wie ihr in umgekehrter Reihenfolge den Sender wieder zusammensetzt. Zunächst einmal geht es darum, die Abschirmung der Hauptplatine wieder einzulöten. Das passiert hier links und rechts über zwei Lötfahnen, können anschließend prüfen, ob alles richtig sitzt und dann die Platine auch schon wieder in das Sendergehäuse einsetzen. Vergesst bitte nicht, das kleine Antennenkabel, was sich mittig unter der Hauptplatine befindet, an dem entsprechenden Lötpunkt wieder anzubringen. Wenn die Platine wieder richtig sitzt, könnt ihr zunächst einmal mit zwei Schrauben die Platine fixieren. Und anschließend gilt es, die Schirmung wieder komplett herzustellen. Das Abschirmblech unter der Hauptplatine wird hier links und rechts noch an den entsprechenden Lötpunkten der Platine mit dem Blech verbunden. Jetzt können wir das Displaykabel wieder in die Hauptplatine einsetzen und kurz testen, ob alles funktioniert. Das sieht gut aus.
Den Rest der Schirmbleche müssen wir jetzt auch noch miteinander verbinden. Hier löte ich die Schirmung der Schalter an das Schirmblech der Hauptplatine an. Einmal rechts, dann links. Technologieoffenere, wirkungsoffenere Förderung wünschen, die sich an den Emissionen orientiert und nicht sich fokussiert auf einen bestimmten Antrieb. Um die Bleche entsprechend in Position zu drücken, nutze ich hier so einen Holzstab, der die Wärme nicht ableitet, aber sich gut dazu nutzen lässt, die Lötverbindung in Position zu halten. Wir können dann den Rest der Schrauben einsetzen, die diese Platine mit dem Sendergehäuse verbindet. Und dann kommt auch schon die Abdeckung über der Hauptplatine, die diese schützt, und außerdem das Kabelmanagement zu den entsprechenden Buchsen ermöglicht. Die Abdeckung wird auch mit 3 Schrauben eingesetzt. So, jetzt können wir hingehen und alle Geber und Schalter wieder mit den entsprechenden Steckern und Buchsen der Hauptplatine zu verbinden. Vorher sollten wir uns gemerkt haben, welcher Stecker in welchem Platz saß. Entweder beschriften oder die Kabel entsprechend farblich markieren. Wir können den Sender jetzt zusammensetzen, indem wir das Sendemodul einsetzen, den Akkuschacht. Ich nutze hier so ein 2S-Lipo für einen Funktionstest. So, das Gehäuse können wir ganz einfach zudrücken und der erste Funktionstest steht jetzt an. Nach dem Einschalten sollte natürlich alles so funktionieren, wie wir es vorher gesehen haben. Der Sender bietet ein Menü, mit dem wir alle Schalter und Geber auf Funktion prüfen können. Das sieht auf jeden Fall hier schon mal sehr gut aus. Leider habe ich keinen 35 MHz Empfänger und deswegen musste ich mir etwas anderes überlegen. Das Sendemodul kann man prüfen, indem man ein Oszilloskop mittels einer Luftspule mit der Senderantenne verbindet und mal schaut, ob entsprechender Output stattfindet. Das sieht mit 35 MHz hier richtig und gut aus. Außerdem können wir an einem Multiplex-Sender noch den PPM-Output an der Lehrer-Schüler-Buchse testen, auch mittels eines Oszilloskops. Auch das kann man hier sehr gut sehen, funktioniert gut, sodass ich davon ausgehe, dass der Sender hervorragend funktioniert und noch ein langes Leben haben kann. Was ist denn das für ein Schalter hier?